hier die Truhen sind, ist dann fast nicht so toll. Beziehungsweise wir machen hier einfach keine Truhe. Machen nur hier die Truhe und machen hier dafür die Treppe. Da schauen wir mal, wie wir das dann lösen. Momentan reicht ja eine Truhe. Schauen wir mal, ob Nacht ist. Es ist tatsächlich Nacht. Okay. Dann übergehen wir das mal kurz. Ich gönne mir einen Schluck von dem guten Eistee. Ohne jetzt Werbung zu machen. Eistee ist lecker. Und dann würde ich sagen, wir gehen den Weg nach oben an, dass wir auch wissen, wo wir stehen. Da lasse ich mal noch ein bisschen Gedöns hier. Lass mal das hier da. Genau. Den Stein, den brauche ich eigentlich nur hier unten. Den können wir auch da lassen. Davon wieder was mitnehmen. Das Eisenerz kann man eigentlich auch hier lassen. Das kann ich hier dann hier unten brutzeln. So gesehen. Der brutzelt das hier noch fertig. Und dann sollte das hinhauen. Dann gehen wir jetzt mal dahinter und dann machen wir uns den Weg nach oben frei. Ich habe sogar noch eine Eisenschaufel. War eigentlich für den Arsch jetzt gerade. Weil wir auch durchaus noch Holz brauchen könnten hier unten. Jetzt machen wir hier erstmal den ganzen Kies weg. Diese Feuersteine sind doch eigentlich auch nur für Feuerzeuge gut, oder? Kann man die auch noch irgendwie anders einsetzen? Ich weiß es nicht. Direkt über mir ist doch eine Kuh. Ach du Scheiße. Okay, hier können wir schon mal keinen Aufgang graben. Wir müssen uns eine andere Stelle aussuchen. Wie wär's denn mit hier? Hier sind wir sowieso auf Kies. Dann machen wir jetzt hier mal den Stein hier drauf. Und hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht unter Wasser sind. Denn wenn dem so ist, dann werde ich jetzt gleich elendig verrecken, weil ich jetzt hier dann nicht mehr rauskomme. Oh Mann. Aber ich kann jetzt auch mal hochschwimmen, das ist eigentlich egal. Aber nur mal um den Standort zu finden. Was hat denn der für einen Bogen? Den will ich haben, gib mir den Bogen. Hat er mir nicht gegeben. Nee. Wieso kann ich. Ah, okay. Nehmen wir mal kurz die Kühe noch mit. Hallo. Hallo. So. Ich hab in der Let's Play-Welt noch keine Kühe umgebracht. Wusste ich gar nicht. Okay. Zack und zack. Schön. Also sind wir jetzt direkt über dem Wasserfleck hier. Und da geht's runter. Soll ich das zubauen? Ja, ich baue das zu. Dann machen wir das hier einfach mal ganz natürlich. Machen wir jetzt hier ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Dann ebbt das hier ab und wir kommen nicht mehr runter. Außer uns aufs Maul zu legen natürlich. Sehr klug. Und wenn das hier so ein kleiner Zwischenaufgang wäre hier, das kann man ja mal machen. Dann machen wir hier mal unsere obligatorischen Steine außenrum. Und dann mache ich hier dann mit Zäunen noch was Schöneres draus. Jetzt müssen wir uns da leider wieder runterjumpen, weil ich möchte natürlich noch Leitern bauen und hier den Gang auskleiden. Und das war jetzt einer zu viel zum Auskleiden. Und mal so. Und so. Jetzt hatte ich wieder einen Soundhänger. Also ich weiß nicht, was das in Minecraft in letzter Zeit immer ist, aber das hängt gern mal. Ja, das wollte ich nicht. Das auch nicht. Ja, müssen wir das von unten machen. Jetzt begebe ich mich erstmal wieder in die Tiefe. Nehmen wir mal noch einen Pflasterstein mit. Gehst du jetzt da mal rein oder nicht? Hallo? Hallo? Ja, das war natürlich super, weil er erst wollte nicht und dann, wenn er will, dann haut er sich aufs Maul. Das ist natürlich super. Hier ist irgendwo ein Zombie. Direkt neben mir. Na, das ist ja schön.
Na? Problem? Tja, das hast du davon, ne? Okay. Muss ich jetzt sowieso den Stapel hier muss ich sowieso versetzen. Aua. Muss ich das hier auch nochmal kurz rausgraben. Habe ich noch Clean Stone? Nee, muss ich mir holen. Weil das ja ab hier dann, ne? Und da muss ich hier dann auch noch. Bis dahin darf es gern Clean Stone sein, aber danach hätte ich es gern einheitlich. Damit sich das auch nichts nimmt. So. Ah, falsche Richtung. Dann holen wir uns jetzt mal schnell unseren Cleanstone und craften. Ach du Scheiße. Stein hält viel aus anscheinend. Wir haben jetzt bloß unsere Fackel weggerissen. Dann machen wir hier einfach mal welche hin. Ja, das macht jetzt nichts. Der Aufgang war sowieso noch nicht fertig. Und hier ist ruhig, ja. Okay. Gut, dann können wir uns jetzt unsere schönen Sachen hier holen, und zwar die Clean Stones. Die holen wir uns jetzt mal schnell und da lassen wir jetzt mal den Elfer-Stack noch hier. Und mit den Sticks, die wir noch haben, könnten wir uns doch bestimmt ein paar Leitern craften. Wie viele Leitern kriegen wir denn da? 3 pro Ding, dann machen wir mal einen mehr noch. Ein Stack und dann passt das. Dann brauchen wir das hier so und so. Den Stein in der Hand, fliegt er durch das Land und baut allerhand an die Wand. Und zwar würde ich das dann gerne so machen. Können wir hier unsere Leiter dran zimmern und dann passt das auch. Dann machen wir das jetzt mal gleich. Und zwar zack und zack und zack. Das reicht ja gar nicht bis oben, ne? Das reicht ja... Aua, nein, nicht runter. Das reicht ja gar nicht bis oben jetzt. Das ist jetzt irgendwie doof. Und wieso bleibt er nicht stehen? Jetzt bleibt er stehen. So und so und so und so. Das reicht nicht bis oben. Oder? Nee, ums Arschleck nicht. Aber ich kann raushüpfen, ne? Das ist doch schön. Dann steigen wir jetzt wieder runter. Und craften uns noch ein paar Leitern. Da reicht dann ein Stack von 3 Stück, glaube ich. Dann passt das. Ich habe schon wieder einen Zombie gehört. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Fehler. So. Passt. Und dann gehen wir wieder zurück und machen die Leitern dran. Dann haben wir unseren ersten kleinen Ausstieg, auch aus der Basis. Und dann können wir uns von da aus mal orientieren, wo wir sind, bevor wir wieder in die fette Höhle einsteigen. Ich brauche natürlich auch noch Zäune, aber dazu brauche ich dann auch noch mehr Holz. Da werde ich dann hier jetzt gleich mal noch ein paar Bäume schlagen mit der Restaxt, die wir noch haben. Dann kommen wir damit auch ganz gut weg. Und ich schaue jetzt mal kurz, wie weit wir denn von zu Hause fort sind, ob man das von hier aus schon sehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Höhleneingang. Und hier sind Kürbisse. Also hier waren wir auch noch gar nicht, glaube ich. Und jetzt stehen wir hier am Berg. Was kann man daraus machen? Nix wahrscheinlich. Also ich glaube, wir sind sowas von weit weg der Heimat jetzt, dass sich das jetzt gar nicht lohnt, da großartig lang zu laufen. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal ein paar Bäume fällen. Sprich, so viel wie die Axt hält, denn wir brauchen noch einiges an Sachen. Und zwar möchte ich mir mit Zäunen da so ein kleines brunnenähnliches Teil bauen, damit wir da auch wirklich hinfinden, dass das da steht. Dass da der Ausgang ist. Und dann werden wir uns wieder nach unten begeben, werden die Basis noch ein bisschen ausbauen, werden noch ein paar Truhen machen. Und dann passt das. Da vorne brennt ein Zombie, der holt uns eh nicht mehr ein. Ich höre Spinnen. Dreckige Mistspinne.
Ja, das war jetzt dumm von dir, ne? Hier waren wir noch nicht, ne? Also geht der heitere Höhlenspaß hier auf jeden Fall weiter. Mal einmal kurz ein paar Schritte reinwagen. Ob das hier recht groß wird. Nö. Das ist mehr so ein kleiner Zwischengang. Da werde ich jetzt hier mal kurz noch ein paar Fackeln setzen, dass hier nichts mehr spawnen tut. Die Kohle holen wir bei Gelegenheit raus. Wird es schon wieder dunkel? Ach komm, hör mir auf. Ich muss noch schnell ein paar Bäume fällen. Habe ich da jetzt schon einen Baum angefangen irgendwo? Ja, habe ich. Den muss ich mir noch holen. Halbe Bäume werden nicht zurückgelassen. Das ist schon mal die oberste Regel. Und dann haben wir das auch wieder. So, und hops, und hops, und hops, und hops. Steve Jobs hopst. Mhm. So. Das sind noch ein paar Saplings, ein paar Setzlinge. Die nehmen wir natürlich auch noch mit hier. Der fällt ständig wieder runter. Das ist ein Bug. Und ich wäre jetzt mal schwer dafür, dass wir die Saplings jetzt Saplings sein lassen und uns am Acker machen hier. Weil wenn es jetzt gleich wieder dunkel wird, haben wir wieder unseren Spaß. Ich muss bloß schauen, dass ich die Stelle finde, wo wir ausgestiegen sind. Und da ist sie auch schon. Wie viel Holz haben wir denn? Ja, das reicht auf jeden Fall. Und dann gehen wir runter ins Vergnügen. Ich glaube, da oben sollte ich mir noch eine Falltür hinbauen oder sowas. Damit die uns da nicht besuchen, die Herren von oben. Weil selbst wenn wir hier unten jetzt alles so schön ausleuchten, dass uns eigentlich nichts mehr begegnen kann, außer diese Spinne hier, müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass von oben nichts kommt. Wo ist es hier denn noch dunkel genug, dass was spawnen kann? Naja gut, ich habe nicht alles, ne? Ich habe ja noch nicht die ganze Höhle ausgeleuchtet, also da gibt es schon noch genug Stellen, die uns zum Problem werden können. Ich muss jetzt mal kurz noch ein Hühnchen in mich reinpfeifen. Sonst wird es ein bisschen eng mit der Regeneration. So, und uns geht demnächst auch das Essen aus. Also wenn es das Essen ausgeht, werden wir auf jeden Fall mal wieder eine Rückreise starten. Beziehungsweise ich könnte hier mal noch ein bisschen Fleisch braten, habe ja noch was. Und dann werden wir uns jetzt erstmal das Holz craften. Dann werden wir uns daraus Stickies craften. Aber nicht so viele. Einfach, dass es noch für genug Truhen reicht. Dann machen wir hier nochmal noch ein bisschen was. So, kann man das schon stacken? Nee, kann man noch nicht. Dann machen wir hier noch zack, zack, zack. Dann passt das auch. Dann haben wir noch 60 Eichenholzbretter. Das geht. Und dann machen wir hier jetzt mal ein bisschen was Zauniges. So viel werden wir gar nicht brauchen, aber gemacht ist gemacht, kann man auch mal haben. Dann den Rest verwenden wir dann für Fackeln und dann können wir hier schon wieder was abladen in unsere Grabbelkiste. Da haben wir dann genug Kram schon wieder. Den Apfel kann man essen, den lasse ich jetzt aber trotzdem mal hier drin, den Pfeil, die Knochen. Das Leder muss ich jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen, den Pflasterstein können wir da lassen, den hätten wir, beziehungsweise den hätten wir stacken können. Stacken wir mal, nehmen wir mal mit. Den Stein nehme ich jetzt mal. Vielleicht möchte ich hier noch was bauen. Die Schere können wir jetzt erstmal da lassen. Die Leiter brauchen wir gerade auch nicht. Die Stöcke kommen hier hin. Die Spitzhacke kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und das kommt dahin. Dann kommt das hier dahin. Und dann kommt das hier weg. So, dann lassen wir das jetzt erstmal so, wie es ist. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Stein zum Rumwerkeln auf jeden Fall. Können wir hier noch irgendwas brauchen? Wir könnten mal das Eisen schmelzen. Das Steak ist fertig, das nehmen wir gleich mit. Hier mal das Eisenerz rein und mal zack, 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 zack. Und hier auch wieder zack, 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 zack. Ich glaube, da reichen dann 5 auf jeden Fall. Dann machen wir das so.